Es ist morgens, aber wir haben diese Zeit im Jahr, wo es dauert, hell zu werden. Sagen wir mal so. Aber eigentlich finde ich es auch gerade ganz gemütlich. Ich war jetzt schon beim Sport und ich habe leider, ich weiß nicht genau wieso, habe das so einmal im Jahr in meinem unteren Rücken so krasse Schmerzen. Und ich habe das früher beim CrossFit gehabt und dann seit, wobei ich das eigentlich schon, nee, eigentlich das stimmt gar nicht. Da war es richtig doll, aber ich habe es eigentlich schon, seitdem ich früher, einige von euch wissen das vielleicht, wie vor Jahren erzählt, ich bin nochmal Trampolin gesprungen. Und da ist das angefangen, immer durch diesen Aufprall beim Trampolin, habe ich immer irgendwas beim unteren Rücken seitdem gehabt. Auf jeden Fall in der Toskana meine Koffer gepackt und seitdem, huiuiui, es geht dann auch meistens irgendwie nach eineinhalb Wochen weg. Ich war auch schon beim Physio, aber naja, deswegen habe ich ein bisschen Sport gemacht und ja, Bewegung hilft da meistens. Trotzdem kann ich kaum laufen, es tut richtig weh. Auf jeden Fall, so viel zu meinem Gemütszustand. Ich mache mir jetzt ein bisschen fertig und wie gesagt, weil das Licht ein bisschen dunkel ist, sitzen wir hier. Ich habe in der Toskana auch noch zwei Cetaphil-Produkte leer gemacht. Und für den Teil arbeite ich auch wieder mit Cetaphil zusammen. Ich meine, das wird jetzt keine Überraschung sein. Und ich wirklich, das mache ich jetzt, das ist kein Witz. Das ist das meist aufgebraucht auf das Produkt, was ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben am meisten aufgebraucht habe. Weil ich es jeden einzelnen Tag morgens und abends benutze. 48 Stunden Activation Optimal Hydration Serum. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Den kann ich jetzt auch gerade tatsächlich das nicht benutzen, weil ich es einfach nicht mehr habe. Ich brauche Nachschub. Und auch gerade, wenn ihr eure Hautpflege so ein bisschen umstellen möchtet, jetzt für Herbst, Winter, finde ich, ist das einfach eine Basis, falls ihr das noch nicht benutzen solltet, die ihr halt das ganze Jahr benutzen könnt. Weil die meisten Serien sind ja so ein bisschen flüssiger, einige sind so ein bisschen klebriger. Und das hat halt wirklich so eine ganz leichte, aber halt cremige Textur, die aber halt euch maximal Feuchtigkeit gibt und die braucht man im gesamten Jahr. Aber die meisten merken das natürlich vor allem Herbst, Winter, dass die Haut halt Feuchtigkeit schreit. Und dann habe ich auch noch leer gemacht. Hatte ich euch, glaube ich, auch in meinem letzten Aufgebraucht-Video schon gezeigt. Ne? Ich hatte nämlich eins quasi meiner Reisetasche und eins in der Dusche. Den Reinigungsschaum für normale bis trockene und empfindliche Haut. Ich finde halt einfach, das ist aber, glaube ich, persönliche, also einfach nur komplett persönliche Präferenz. Die Reinigungslotion noch einen Tick, nee, besser ist das falsche Wort. Ich benutze die einfach lieber, weil für mich das Hautgefühl danach, also nach der Reinigungslotion, noch weicher, noch durchfeuchteter irgendwie ist. Ich mag aber beide sehr gerne, sonst hätte ich es nicht schon zum zweiten Mal leer gemacht. Was ich jetzt mal wieder neu aufmache, ist das Optimal Hydration Erfrischendes Augengel. Und bei all den Produkten ist zum Beispiel auch einfach die geschwächte Hautbarriere immer im Fokus und das ist eigentlich eine Sache, die die meisten nicht wirklich wissen, dass sie es haben. Weil ich halt auch dachte, nein, ich benutze doch immer SPF und so weiter. Aber alles, was man in seiner Jugend mit seiner Haut angestellt hat, huiuiui. Und dann die Urea Feuchtigkeitslotion mit 10%. Die gesamte Urea-Reihe ist super. Die gibt es auch in 4%. Und wenn ihr das letzte, wann war denn das? Vor ein paar Wochen habe ich ein Reel gezeigt, dass ich ja monatelang meinen Ehering nicht tragen konnte. Wegen meiner Neurodermitis am Finger. Und wie ihr seht, meine Hand ist weiterhin völlig extremfrei und es ist wirklich, ich bin so happy. Klar, ich trage jetzt meinen Ring nicht, weil ich mein Gesicht gerade eincreme. Und auch gerade jetzt so für Herbst, Winter finde ich diese reichhaltigen Cremes auch morgens einfach nur traumhaft. Ich mag das halt, wenn das so richtig schön halt eingecremt ist. Ne? Man sieht auch schon so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Wirklich so richtig, ach, ich liebe das. Was ich euch auch wirklich so ans Herz legen kann, ist, da habe ich nämlich gerade zum Beispiel hier eine neue liegen, ich habe die andere im Schlafzimmer, auch aus der Urea-Reihe
Und meine Freundin Rabea schwört ja auch drauf und durch sie bin ich erst drauf gekommen. Die aufbauende Intensiv-Fußsalbe regeneriert und glättet die Haut. Und wirklich, wenn ihr so ja, rissige Füße habt, raue Füße, cremt euch damit mal regelmäßig abends die Füße ein. Die sind wie Butter, die sind wie ein Babypopo, die sind einfach nur weich. Es ist wirklich Hammer. Auch richtig krass ist, ich sage es euch so ganz leise. Nächste Woche habe ich zum allerersten Mal, ich glaube, es hat Zeta viel auch noch nie gemacht, einen 20% Code. Und das wird bei Instagram sein. Also wenn ihr was shoppen wollt, dann ne, nächste Woche habe ich den Code, nur damit ihr Bescheid wisst. Was ihr dann unbedingt einpacken solltet, ist dieses Serum. Und wenn ihr zum Beispiel mehr Rötung habt, dann gibt es auch eine gesamte Reihe dafür. Wenn ihr zum Beispiel eher ölige Haut habt, gibt es auch eine gesamte Reihe dafür. Also das sind nicht nur Produkte für extrem trockene, schuppige Haut, sondern es wird wirklich jedes Bedürfnis mit ganz toll und sehr mild formulierten Produkten abgedeckt. Deswegen ich Cetaphil so gerne euch auch empfehle, weil ich halt weiß, dass es eure Haut nicht reizen wird. Deswegen schaut euch auf jeden Fall die Cetaphil Produkte an. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Und wenn wir hier schon so sitzen, will ich drei neue Make-up-Produkte ganz schnell mit euch ausprobieren, denn ich habe einige Pakete ausgepackt, seitdem ich wieder zu Hause bin. Und ich hatte von MAC den Moisturizing Illuminating Silky Primer zugeschickt bekommen. Und den fand ich doch jetzt natürlich super spannend. Es ist ein feuchtigkeitsspendender und aufhellender, seidiger Primer. Ja, hat einen leichten Duft. Ich bin da ja auch immer ein bisschen jetzt... Also ich präferiere ja alles ohne Duft, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Das sieht aus wie vorher, oder? Also als ich meine Creme schon drauf hatte. Muss ich einfach, glaube ich, länger testen. Dann fand ich mega spannend, das finde ich ja auch gerade so wieder mal so ein kleiner Trend, so ein Brightening-Trend, der gerade wieder passiert. Und von Pixi den CC Crayon by Under Eye Correction Concentration Pen. Und ich trage ja wirklich sehr gerne nur Concealer. Also ich weiß, dass das kein Concealer ist, ne? Aber... Den habe ich mir cremiger vorgestellt. Moment, ich hole euch mal ran. Seht ihr das? Das Ding ist... Warte mal. Ah ja, krass. Das finde ich hier gerade echt extrem. Das macht einen immer so mega müde, ne? Ah ja, okay. Und das sieht gut aus. Vor allem sieht es halt auch aus, als ob ich nichts auf meiner Haut hätte, ne? Also es ist einfach wie so ein... Ah ja, krass. Okay. Das finden wir doch schon mal gut. Erinnert ihr euch, das habe ich jahrelang so gefeiert und dann fand ich, hat man es nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob sie es aus dem Sortiment genommen haben. Von Pixi das Sheer Cheek Gel. Ich glaube, ich hatte immer eine andere Farbe. Hatte ich, glaube ich, auch echt ein paar Jahre lang in meinen Jahresfavoriten. Ne? Und jetzt habe ich die Farbe Flushed. Ich zeige euch mal eben so ein Swatch. Falls Italiener unter euch sind, seht mal bitte, was ich für ein, was ich für ein Armband geschenkt bekommen habe. Oh, yes, 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 yes. Das ist wieder so ein Produkt, was nach nichts aussieht. Und man sieht, seht ihr, man sieht richtig schön die Haut durch. Und trotzdem, warte mal, ich nehme noch ein bisschen mehr. Trotzdem hat man einfach so einen leichten Stain, so einen leichten Flush. Oh yes. Richtig schön. Richtig schön. Das würde ich jetzt genauso lassen. Das ist mein Make-up, Leute. Ich finde es schön. Das sind einfach Sachen, die machen mich hier happy, ne? Beim Primer, gucken wir noch ein bisschen. Die beiden Pixi-Produkte, richtig nice. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was heute noch so geht, weil mein Rücken halt wirklich so weh tut. Also ich habe noch hier so einen Lip Balm von It Cosmetics. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal kurz noch ein bisschen meine Black Roll benutzen und meinen Rücken so ein bisschen ausrollen. Mal gucken. Ich hoffe, das wird nachher besser, weil ich habe eigentlich auch nachher noch Hundetraining. Es tut alleine weh zu sitzen. Es ist wirklich krass. Ja, wir schauen mal. Wir sehen uns auf jeden Fall nachher. Gleicher Ort, nächster Tag.
gestern haben wirklich meine Rückenschmerzen mir alles gegeben. Christian hat dann gestern noch meinen Rücken getaped. Und wenn wir dann hinten den Rücken mit Kinesio-Tape tapen, dann nimmt das halt einfach so diesen extremen Druck raus. Und seitdem geht es mir viel besser. Deswegen bin ich heute zurück. Und ich habe mir zum Glück das Material von gestern angeguckt. Und einfach, ich habe ja nur den Corrector aufgetragen, ne? Und es ist mir eigentlich auch bewusst gewesen, aber ich habe es einfach gestern nicht gesehen. Ich glaube, ich war irgendwie nicht ganz bei mir. Das hier unter dem Auge ist dann super orange, weil ich ja nichts anderes aufgetragen habe. Also mir ist schon klar, tragt nicht einfach nur einen Corrector auf, sondern hat den halt als, naja, Korrektur und dann halt etwas on top. Und das habe ich heute gemacht. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht jetzt der Corrector aus mit dem Pixi Blush. Aber ich habe dann noch das Hyperreal Serumizer. Moment, Armsituation. Skin Balancing Hydration Serum anstelle des Studio Radiance Primers genommen. Und ich glaube, das mag ich irgendwie lieber. Und meine Foundation ist die Studio Radiance Serum Powered Foundation. Aber wichtig, die oxidiert richtig krass. Also ich würde wirklich ein, zwei Farben heller nehmen, als ihr normalerweise seid. Ich habe jetzt NC18 und habe, weil ich das weiß, hier von Catrice den Soft Glam Filter benutzt in der allerhellsten Farbe. Ich habe den in der falschen Farbe gekauft. Ich hatte den doch mal für Steffi einen mitbestellt. Hatte ich euch doch schon mal erzählt? Benutzt den eigentlich immer? Ja. Steffi ist gerade hier. Und auf jeden Fall habe ich hier die 02 Fair und das ist halt, ne, wie ihr seht, viel zu hell. Ja, und das beides gemischt passt dann gerade gut zu meiner Haut und ich finde das Finish richtig schön. Ich hoffe, es sieht jetzt richtig schön aus, nicht so wie gestern. Ich so, oh mein Gott, wie toll, und habe einfach so orangene Kringel unter meinem Auge. So. Steffi und ich haben jetzt auf jeden Fall eine Mission vor mit Bio. Bist du denn schon am Bürsten? Ja, ich habe schon am Bürsten. Okay, Moment, Sekunde, ich zeige euch kurz. Ui. Oh mein Gott. Haltet ihr Händchen? Mhm. Oh. Okay, Steffi, was machst du da gerade mit Bio? Ich kämme Bio ein bisschen, also ich kämme Bio durch. Mhm. Und dabei müssen wir Fellproben haben. Ja. Damit wir für Bio den Nahrungsmittel. Genau, genau. Unverträglich. Genau, ich habe jetzt nämlich so einen Futtermittel-Intoleranz-Unverträglichkeitstest gekauft, weil, oh Baby, ich habe doch erzählt, er hat immer in dem einen Ohr eine Ohrenentzündung. Und ich kriege das halt einfach nicht weg und ich habe ja auch schon Ausschlussdiät gemacht. Jetzt muss man da eine Fellprobe hinschicken und das macht Steffi gerade ganz wundervoll. Bürstet ihn zärtlich. Und ja, dann schicken wir das ein und dann hoffen wir endlich herauszufinden, worauf er so allergisch ist. Hallo, mein kleiner Prinz. Oh, hallo, mein Schatz. Hi. Ja, es ist alles gut, Bio. Wir schaffen das. Ich wirbel hier drin. Guck mal. Oh mein Gott, mein Schatz. So, jetzt mach ich nochmal deine Route. Ja. Hast du die blauen nicht gefunden? Wir sind gleich fertig. Okay? Ich weiß, wir wollen nur herausfinden, worauf du allergisch bist. Hier ist die Anleitung. Ist jetzt auch keine Kooperation oder so, ne? Ich habe das selber bezahlt und gekauft. Das heißt, Moment, hier stehen unsere ganzen Daten. Futtermittelintoleranz. So, Steffi packt schon mal ein. Und hier könnt ihr, warte mal, hier habe ich das mal rausgesucht. Hier sieht man zum Beispiel, also die testen auf irgendwie 200 Futterstoffe von Ananas, Honig, Milch. Und das ist zum Beispiel meine Vermutung bei Bio, also dass er halt auf jegliche Milchprodukte halt krass reagiert. Süßkartoffel, Zucker, Ziegenmilch etc. Und dann halt auch Non-Food-Produkte. Hagebutte, Parfüm, okay, Wolle und so weiter, ja. Mal schauen. Ist eingetütet. Okay. Während Steffi das gerade mal eintütet, haben wir auch noch was besprochen. Und zwar, ich meine, es ist jetzt erst Mitte Oktober, wir wissen, es ist eigentlich quasi Weihnachten.
Und ich habe mir wieder etwas überlegt. Bei meinem großen Charity-Flohmarkt, den ich ja hier in Oldenburg gemacht hatte, hatte ich dann nachher im Nachgang auch noch so Charity-Boxen gepackt. Und das möchte ich diesmal machen, weil ja, ich werde keine Zeit haben und ich glaube auch, in Anführungsstrichen nicht so viele Produkte zu haben wie damals, dass so ein riesengroßer Flohmarkt, wo man hinkommen kann, realistisch ist. Deswegen haben wir uns überlegt, werden wir gleich mal in mein Studio gehen und gucken, wie viele Produkte sind eigentlich da, wie viele Boxen können wir rein theoretisch packen. Und der Plan ist es, die für 50 Euro zu verkaufen. 100% wird natürlich gespendet, wohin ich spende und so weiter, das überlege ich gerade noch. Das werde ich euch natürlich dann sagen, sobald die Aktion live geht. Und ich dachte, ich frage euch einfach mal, was ihr davon haltet. Findet ihr oder würdet ihr euch vielleicht auch noch, keine Ahnung, noch vielleicht so eine Mystery Box wünschen, die dann vielleicht 100 Euro kostet? Ich würde einfach mal so zwei, drei, ich sag mal, Beispielboxen packen, damit ihr ungefähr eine Idee habt, was drin ist. Aber ich kann jetzt natürlich nicht jede einzelne Box euch zeigen und ihr könnt euch die aussuchen. Ich hoffe, das ist klar. Ihr wisst, bei mir gibt es eigentlich nur geilen Scheiß, der hier sich so ansammelt. Deswegen wird das, glaube ich, richtig, richtig schön. Und wir können halt gemeinsam vor Weihnachten das Geld ja, spenden. Und das finde ich auch richtig schön. Und ich habe wieder Platz für Neues. Das ist, wenn du das postest, die Boxen, meinetwegen, ich weiß nicht, ob du direkt den Inhalt vorstellen möchtest, weil du einfach nur sagst, das ist da drin ungefähr, 50 Euro, und wir machen Bilder davon und die Leute können dann direkt über den Umfragesticker, der Erste, der dann darauf schreibt, dem kontaktieren wir und holen uns E-Mail-Adresse und alles. Weißt du, was ich meine? Über diesen Umfragesticker. Und wenn sie das Geld per PayPal geschickt haben, dann geht er raus. Ja. Dann ist es weg. Ja. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, ne? Ja. Schnelle Entscheidung wurde getroffen. Wir machen das über Instagram, weil das wirklich einfach übersichtlicher ist. Da machen wir pro Story eine Box und dann gibt es ja diesen Umfragesticker und so weiter. Schön aber. ach ja, genau, warte mal, die kommen auch noch da rein. In die Box. Nicht in die Falltruhe. genau. Ich habe auch noch zwei Purish-Gutscheine. Im Wert von 100 Euro jeweils. 100 Euro. Nochmal 100 Euro. Die werden wir auch noch schön mit einbauen. Es wird richtig gut, Leute. Es wird richtig gut. Was haben wir denn da? Also wir haben verschiedenste Kisten. Wir gehen jetzt auch mal durch. Wir haben von Lancôme was. Mhm. Aber was ich auch hier, The Ordinary, haben wir auch noch was. Ja. Das zum Beispiel, warte mal. Das muss in meine Dusche. Das habe ich mir vor Ewigkeit mal gekauft und ich will damit schon lange duschen. Das bleibt hier. Ich kann mal kurz, während Steffi das macht. Hier, da in der Schublade. Hier haben wir ja auch schon eigentlich gut, auch wenn ihr das denkt, dass das nicht sortiert, aber eigentlich haben wir hier schon gut sortiert. Bald wird dieser Schrank aber nochmal komplett auseinandergenommen. Aber jetzt erstmal, hier haben wir auf jeden Fall auch noch, oh Gott, oh, Moment. Hier ist nämlich zum Beispiel nur Make-up drin. Da sind richtig gute Sachen drin. Hier sind Sachen, die ich zum Beispiel alle gekauft habe. Ich dachte so, ah, wir schaffen vielleicht nicht mal 10 Pakete. Vielleicht nehme ich das zurück, Leute. Vielleicht nehme ich das zurück. Ah, hier haben wir auch noch Parfums, die können wir auch noch nehmen. Trägt es gerade für mich, weil mein Rücken doch so kaputt ist. Danke! Ich sag mal so, Leute, wir haben festgestellt, dass wir vielleicht mehr Kisten packen sollten als geplant und vielleicht auch noch mal ein bisschen andere Preiskategorien, weil es doch viel mehr ist, als ich dachte. Aber ganz kurz, weil das muss ich auch kurz wegpacken. Ich habe quasi so in Anlehnung an Beos Unverträglichkeiten jetzt wirklich lange hin und her überlegt und habe mich jetzt entschieden, ihn zu barfen.
Ich weiß, die Meinungen gehen da ja auch auseinander. Einige sind voll pro gegen. Wie gesagt, ich habe es 4 Jahre auch nicht gemacht. Lela hat ihren Hund auch früher gebarft und hat da die Sachen bestellt. Das ist jetzt so meine erste Bestellung. Ich dachte, ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich bin, wie gesagt... Komm her. Oh, warte mal, Leute, ich sehe hier gerade so viele Sachen, die ich noch zeigen muss. Hat Lela für mich in der Toskana gehäkelt. Ist das nicht süß? Ja, ein kleines Schweinchen. Er heißt Ettore. Ist auf jeden Fall hier. So, jetzt packe ich das mal eben aus und dann zeige ich euch kurz, was ich gekauft habe. Das sind so, ja, das ist so ein bisschen Hirsch und Reh. Das ist Pferdefleisch. Das sind so voll, ich glaube sogar ja, so Komplettmenüs. Da wollte ich einfach mal gucken. Aber halt nach dieser Futtermittel-Intoleranz-Geschichte, ne? Damit wir sehen, ob er das überhaupt alles verträgt. Hier ist zum Beispiel Wild mit Birnen und Waldfrüchten. Hier ist Pferd mit Heidekartoffeln. Dann ist hier noch so ein Gemüsemix. Das habe ich aber erstmal gekauft. Upala. Mittlerweile, ach Gott, Jesus. Mittlerweile habe ich aber auch schon selbst Sachen eingekocht. Es hat nämlich über eine Woche gedauert, bis es hier war. Das fand ich ein bisschen, also fand ich nicht so cool. Also über eine Woche, oder? Auf so Sachen zu warten. Ich muss ja nicht alles über Nacht da sein, aber ja. Und dann ist hier noch so ein bisschen Pferdefleisch und hier ist auch noch so eine Gemüsemischung mit Ingwer. Und hier, das habe ich schon gemacht, so eine Leckmatte für Beo mit so Sardinen. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt die letzten Tage so Sachen eingekocht. Da habe ich zum Beispiel eben, sag schon, Kürbispüree gemacht. Genau, und da habe ich dann halt verschiedene Sachen oder so abgefüllt. Dann kann ich das halt immer auftauen. Beo. Wenn ihr und eure Hunde barft und ihr ja irgendwie auch das Thema Ohrenentzündung und so weiter habt oder einfach mir irgendwelche Tipps geben möchtet, bin ich da auf jeden Fall sehr offen. Achso, und das waren noch hier so Supplements. Gerstengras mit Chia, Kokos, Hagebutte und Spirula. Genau, und dann haben wir noch Lachsöl. Und Dorschlebertran. Und hier sind auch noch so ein paar Zusätze, die ich dann halt immer so teelöffelweise in sein Futter reingebe. Genau. Das ist so der aktuelle Stand. Dann halt noch ein paar Öle, Kürbiskernöl etc. Okay, hui. Vielleicht habe ich doch noch viel mehr, als ich dachte. Und das haben wir nicht mal ausgepackt. Steffi kommt noch in 2 Tagen wieder. Dann machen wir hier weiter. Jetzt haben wir gerade noch am Logo ein bisschen weiter rumgebastelt, weil Steffi ist ja Grafikdesignerin und sie macht das Logo oder das neue Logo für Christians Firma. Jetzt habe ich aber gleich Hundetraining, deswegen muss ich aufbrechen. Richtig schöner Herbsttag, deswegen freue ich mich jetzt auch, mich mit Christine zu treffen und dann noch ein bisschen mit Beo zu trainieren. Was ich noch sagen wollte ist, schreibt mir, würde ich super gerne bezüglich der Boxen, weil ich mache das ja für euch, sprich ich brauche wirklich auch Feedback von euch. Und möchtet ihr nur eine Skincare-Box zum Beispiel und nur eine Make-up-Box oder hättet ihr mehr Lust, wenn das wirklich so Skincare und Make-up gemischt ist? Oder für Leute, die wirklich viel Schminke benutzen, kann man besser dann einfach ein großes Schminkpaket packen. Genau, und dann können wir auch eventuell welche für 100 Euro machen, die dann halt wirklich nur so High-End-Sachen drin haben. Aber wie gesagt, ich bin total auf euer Feedback gespannt. In 2 Tagen machen wir hier weiter. Und also wenn das Video quasi online geht, dann in 2 Tagen. Nee, egal. Auf jeden Fall sehe ich euer Feedback, sobald wir die Boxen weiterführen. Wir haben jetzt auch eben schon so Verpackungsmaterial online bestellt. Also Kartons, Füllmenge und so weiter. Sprich, das geht los. Ne? Wir sind bereit. Ich denke, wir sehen uns morgen, weil ich jetzt, wie gesagt, Hundetraining habe. Oder nachher, ich weiß es nicht genau, aber beim Hundetraining kann ich auf gar keinen Fall filmen, weil da muss ich mich sehr konzentrieren. Weil eigentlich arbeiten wir mehr an mir als am Beo, wenn wir ehrlich sind. Danke, Steffi. Gerne. Hi, hi, hi. Beo, was haben wir hier gerade festgestellt? Ich habe jetzt gerade meine Kamera angemacht, weil ich dachte, ich glaube, das Gefühl kennen einfach ganz viele von uns. Man merkt diesen schleichenden Prozess einfach gar nicht. Ich hatte das ja schon einmal in den letzten Vlogs erzählt,
dass ich mich jetzt mal gewogen habe und da auf jeden Fall 10 Kilo mehr drauf sind. Aber es ist ja trotzdem so ein Prozess, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe so in die meisten Sachen immer noch so reingepasst. Bei einigen dachte ich so, ah, sitzt ein bisschen eng. Und jetzt ist Herbst, ja, draußen ist es kalt geworden. Ich dachte mir, oh, perfekte Zeit, um wieder meine Korthosen anzuziehen. Und wisst ihr, kennt ihr diese Momente, wo man sagt, okay, jetzt ist es vorbei? Wisst ihr, diese Zahl auf der Waage war für mich eher so, ja, ist okay. Also ich habe mich da jetzt nicht so krass verrückt gemacht. Ich finde, der Moment, wo Klamotten nicht mehr passen. Und ich habe geguckt, wann ich dieses Outfit das letzte Mal anhatte. Und das war vor einem halben Jahr. Da war ich doch auf dem Event in Düsseldorf. Und das weiß ich noch, da hatte ich noch sogar das, in meinem Thumbnail mit Jasmin zusammen. Und seitdem hatte ich die Hose halt nicht an, weil dann halt Sommer war. Und jetzt wollte ich die eben anziehen. Ich meine, das, seht ihr mal, wie das, seht ihr, wie die hier spannt? Ich krieg die nicht mal zu. Ich finde, also, das schockiert mich gerade so krass, was in einem halben Jahr, warte mal, also im Grunde, warte, ich mach das mal. Es ist halt, wisst ihr, wie sich die bei dem Event angezogen hat? Ich weiß noch ganz genau, ich wusste, ich bin den ganzen Tag im Zug, ich fahre morgens hin, ich fahre abends zurück und das war so eine, oh Gott, was ist denn noch? Und das war so eine Hose, die war einfach super bequem, konnte ich, wisst ihr, gut drin sitzen, man kennt es, wenn man lang sitzen muss im Zug. Okay, krass, das schockiert mich gerade wirklich. Wisst ihr, wenn das hier auch alles so spannend. Und das ist das Thema, was ich meine, das sind halt die Momente, wo man sich halt nicht wie eine sexy Bitch fühlt und nicht, weil da irgendwas auf der Waage steht, sondern in Klamotten, wisst ihr? In Klamotten merkt man das halt einfach am allermeisten, dass, nee. Wisst ihr? Und dann denke ich so an meinen Sommer zurück und ich hatte so schöne Momente. Ich war in Schweden, ich war in der Toskana und ich bereue nichts, was ich da gegessen habe oder irgendwas. Ich meine, das wäre richtig schlimm, oder? Wenn man sich die ganze Zeit, während man vielleicht weniger Sport macht oder jetzt in dem Sinne, so wie ich halt, das habe ich euch schon erzählt seit Jahren, Essen ist eher mein Problem als der Sport. Ich habe nie in dem Moment gedacht, oh Gott, davon nehme ich jetzt zu oder so. Das ist, man sollte dann, wenn man, egal was man isst, das einfach so doll genießen. Und das habe ich auch getan. Aber das Resultat in dieser Hose genieße ich gerade nicht so sehr. Deswegen ist es jetzt mal wieder wirklich Zapfenstreich. Weil ich möchte diesen Winter diese Korthose anziehen. Und möchte darin Luft bekommen. So wie noch vor 6 Monaten. Ja, jetzt stelle ich mir natürlich so ein bisschen die Frage, ob das doch mehr als 10 Kilo sind. Aber am Ende des Tages ist mir das auch eigentlich gerade mal egal, weil ich messe wirklich jetzt an diesen Klamotten. Und an diesem Outfit. Ja, deswegen jetzt mal ganz spontan. Ende des Jahres finden wir uns hier nochmal zusammen. Ist auch gut, dass ich das in meinem Home Gym drehe. Ne? Ich werde auf jeden Fall nachher noch laufen gehen. Ja, finden wir uns zusammen und gucken, ob die Hose wieder zugeht. Falls ihr auch so eine Hose habt und da vielleicht einfach auch Ende des Jahres wieder reinpassen möchtet, dann macht sehr gerne mit. Egal, wie eure Wellness Journey aussieht, sie muss zu euch passen und ihr müsst da euren Weg finden. Ich kann euch wie immer nur auf meinem Weg mitnehmen und es geht immer Hochs und Tiefs. Ja, und die Momente dazwischen. Aber ich dachte, da ich ja eh die letzten Jahre diese ganze Wellness Journey mit euch geteilt habe, ist auch dieser Teil wichtig zu dokumentieren. In diesem Sinne beende ich den Vlog jetzt. Ich suche mir was anderes zum Anziehen für heute. Habe jetzt nämlich einen Termin. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage wieder. Ich freue mich total auf euer Feedback zum Charity-Flohmarkt, wie ihr das gerne möchtet, wie die Boxen aussehen sollen. Und dann machen Steffi und ich das fertig. Ganz, ganz, ganz vielen Dank, wie immer, dass ihr dabei wart. Und ganz viele Küsse. Bye!